Das wird ein Desaster, wird das. Ausweichen, Salve, kann weiter sehen und kann lautlos einsteigen, immerhin etwas. Okay, die haben beide eine Granate. Und er hat einen Taser und einen Schlagstock und er hat nicht mal das. Aber der hat Pfefferspray hier. Lärm verursachen? Nee, 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 nee. Ich meine, zur Not habe ich einen Scharfschützen, ne? Wenn es gar nicht anders geht. Es ist eine echt beschissene Situation. Bevor die Zeit abläuft, wie viel Zeit habe ich denn? 13 Züge, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. 13 Züge ist nicht besonders viel Zeit. Hau ihn um. So, und er muss ja gleich schon mal weiter. Wir müssen ja zum Gabelstapler-Dingens. Und das möglichst schnell. Ich befürchte ja, dass das nichts wird. Links beim Parkplatz ist eine Lücke im Zaun. Meinen Sie das da? Ich hatte keine Wahl. Irgendwie musste ich den ja schnell ausschalten, ne? Und dann so schnell wie möglich hier weiter vorrücken. Schüsse lösen Alarm aus. An den kommen wir jetzt auch so nicht mehr ran, ne? Verdammt. Leute, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass das hier echt in die Hose geht. So, sieh du mal zu, dass du den da ganz schnell ausgeschaltet kriegst. Wie ist das denn wohl mit der Explosion, wenn meine Polizisten sich nicht innerhalb des Lagerhauses befinden? Gabelstapler ist wahrscheinlich da hinten irgendwo, ne? Wahrscheinlich ganz durch. Im Bereich des Gabelstaplers.
Ja, wahrscheinlich den hinteren, ne? Das mit dem Zeitlimit ist echt mies. Das ist echt mies. Okay, 3, da hier patrouilliert der vierte. 5, 6, 7, 8 da drin. Da ist eine Tür. Wenn wir da schnell hinkommen. Ah, bleib stehen, bleib stehen! Seht ihr, das war jetzt totaler Mist. Das war jetzt totaler Mist, weil der kriegt jetzt gleich von zwei Seiten. Und ich hatte keine Möglichkeit, das noch irgendwie abzufangen. Die sind ja eh alarmiert. Da braucht jetzt 4 Züge. Kommen wir da hinten lang? Nicht wirklich. Also sieh zu jetzt, dass du so schnell wie möglich hier rumkommst. Er hat gerade einen Treffer abgekriegt, ne? Was? Nein! Alter, bist du doof! Oh, ist der doof. Der ist sowas von doof. Ne, das wird hier nichts. Leute, Rückzug. Das hat keinen Sinn. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir einfach nicht. Das ist, Wollen Sie es erneut versuchen? Nein! Ich weiß ja, dass ich es nicht schaffe. Dafür hatte ich zu wenig Leute. Mit 4 Leuten wäre es vielleicht eher was geworden. Aber dafür hätte ich ja Leute haben müssen, die irgendwie in der Lage wären, auch nur annähernd professionell zu arbeiten. 4 Tage fällt er aus. Na gut. So eine Scheiße, ey. Alter, das hat gesessen. Das hat gesessen. Ich kann mir keinen einzigen Scheiß Polizisten leisten. Scheiße, ey. Und die wären auch noch alle loyal hier, ne? Verfallen die? Ich hoffe mal einen Schlagstock nochmal. Ist nicht verkehrt, davon mehr zu haben, glaube ich. Gut. Die morgige Schicht. Ronowitsch, oh, die Schicht, die 1, 2, 3, 4, 5. Das sind leider nur 5 Leute. Aber vielleicht kann ja Rockman nochmal einen Dienst machen. Der ist ja noch recht fit. Rockman oder Muiska. Du machst nochmal einen Dienst. Weil einen Stärketypen haben wir schon. Gut, dass ich wenigstens 6 Leute habe. Das ist zumindest etwas, ne?
Do you see him, Pedro? Has he already ordered a drink? What? What, Chihuahua? Are you sure you're looking at the right guy? Do you see a basket of strawberries? Pedro, not everything is important. It doesn't matter how he's dressed. A basket of strawberries. Do you see it? Has he already started eating the strawberries? All right, Pedro. Don't worry about that. If he's eating strawberries from a basket, then he's the one we need. No doubt. Just wait until he's eaten all the strawberries and then approach him, right? Right, Pedro. I'll be waiting for your call. Just stick to the plan, all right? Was ist das für einer? Pedro? It's me. Jack. Yeah, I was sure you must be dead. Look, Fry, I know that I hear there's a federal agent who's interested in you. He's already reached Millington. From there, I think he'll be heading north. What do you think, Jack? Has he picked up your trail? Fry, let's just talk. Jack, how happy he'll be to find out you're still alive. A young agent, let's call him Chris, dreaming of a brilliant career. He wants to prove to his alcoholic father that he's made something of his life. And the girl, let's call her Tanya. She's recently left him. So he just loved to play the hero all over the front page and then just rub her nose in it. and Chris? Chris has an arrogant colleague, too. Let's call him Tommy, who's always laughing at him. wait. You know what, Jack? I think Tommy's fucking Tanya. I mean, this whole time. How could I have missed it? Tommy's fucking Tanya. And worse, the alcoholic father is banging Tanya, too. I mean, they're all fucking around over there. And just think about poor old Chris. Fry, let's just... and by the way, did I mention that Chris has a bit of a stutter? Naturally, that meant problems at school. And not just at school, but at the academy, too. Yeah, he was nearly kicked out of the academy twice, even though his marks were brilliant. Imagine, they were ready to kick the guy out just because he stutters a little. No, nobody wants to have anything to do with him. You know what that's like, Jack, huh? And suddenly, our stutterer Chris, less than 6 months at the Bureau, he catches a fugitive off the federal wanted list. And not just anyone, but Jack Boyd, the king of corruption. I mean, the symbol of our whole society's disintegration. Al Capone in a police cap. Nobody else could do it. But there's just something about Chris, you know, Jack? Good Lord, Fry, it's just... Now, Tanya wants to fuck him, and the prom queen Sharon wants to fuck him. Gott, geht bitte auf den Sack. Susie the ballerina, who turned him down on 3 separate occasions, because she didn't want to have anything to do with the fucking stutterer. Well, now Susie is showing off her pirouettes in his bedroom. And it's all thanks to you, Jack. All thanks to the fact that you couldn't stick to our simple arrangement... And answer the fucking phone when I call. I couldn't pick up the phone because at the moment when you called, the phone was literally being shot at. And then You're one lucky bastard, Jack. I mean, you are lucky that I have such a cold, black heart, completely incapable of compassion. Without batting an eyelid, I will leave that poor stutterer Chris with nothing. I'll make a couple of calls, and he'll turn right around on that road he's on to Sharpwood and return to his miserable life of the lonely loser. He's just not the right man for Tanya. I mean, some people just aren't made for each other, you know? True, you'll have to pay me twice as much. Twice? 20,000? But I only That's not the worst of it, Jack. You not only have to pay me twice as much, but you'll have to do it 4 times as often. 20,000 a week. I hope whatever mess you got yourself in, you still got all your fingers, or at least enough of them to pull out a bank transfer. How long until the next payment? Huh? 4 days? Come on. Let's talk, I'm sorry, Jack. I have another call. I'm guessing that Mr. Cervantes just finished eating his strawberries. His what? Strawberries? Listen, Fry, I'm just asking you... Fuck. Das klingt nicht gut. Na, dann gucken wir noch mal, wie es weitergeht. Irgendwer nicht zum Dienst gekommen. Flowerpots! Mr. Nash, ich bin wieder da und einsatzbereit.
Ich hoffe, Sie haben nicht alle Verbrecher schon ohne mich gefangen. Arbeitest du heute? Mustard. Nash, ich war gestern noch lange auf und habe Donna Ferry schuften gesehen. Die arme Frau hat sich durch die ganze Station gearbeitet. Sachen sauber gemacht, die seit Jahren nicht angerührt wurden. Ich habe ihr natürlich geholfen, die schweren Sachen zu heben, und wir haben noch ohne Pause bis Mitternacht geredet. Ich konnte mich nicht von ihr losreißen. Sie ist so eine schöne und praktisch veranlagte Frau, und sie respektiert unsere Arbeit. Sie wissen ja, wie die Leute hier normalerweise Polizisten behandeln. Ich habe schon immer von einer Frau wie ihr geträumt und beschlossen, dass ihr mein Alter dabei nicht im Wege stehen wird. Ich habe gestern mein Schicksal in die Hand genommen und ihr einen Antrag gemacht. Und sie hat Ja gesagt. Können Sie sich das vorstellen? Also werde ich in Ruhestand gehen. Ich will meine restliche Zeit friedlich mit einer Familie verbringen, nicht im Kugelhagel. Aber ich werde nicht faulenzen. Sie hat Kinder, bei denen ich ihr helfen werde, also habe ich genug zu tun. Ich werde mich sicher nicht langweilen im Ruhestand. Und ja, eines hätte ich beinahe vergessen. All die Jungs auf der Wache sind dankbar, dass sie ihr Leben sauberer und besser zu machen versuchen. Ja, toll. Ja, danke schön, Benedict Belmont, wenn du fucking Arschgesicht gestern schon loyal gewesen wärst. Dann hätten wir vielleicht tatsächlich eine Chance gehabt. Die Dingsarbeiter da aufzuhalten. Wir hätten noch einen Schlagstock zu verteilen, theoretisch. Wenn er hier, er kann einen Schlagstock haben und einen Taser. Und einen Elektroschocker. Und er kriegt noch eine Taser-Ladung. Warum auch immer. Mir ist einfach danach. Heute habe ich leider keine Kapazitäten für Ermittlungen. Kann ich im Moment nur jeden zweiten Tag machen. Geht leider nicht anders. Weil die Schicht hier, die hat echt so ein bisschen zu leiden, ne? Sie müssen Fry jede Woche $20.000 bezahlen, um das FBI aus Sharpwood fernzuhalten. Die erste Rate ist übermorgen fällig. Fangen Sie an zu sparen. Na toll, 20.000 die Woche. Hin und wieder werden die Einwohner von Sharpwood mit persönlichen Anfragen zu Ihnen kommen. Natürlich findet diese Arbeit unter der Hand statt, aber manchmal ist mit solchen Aufträgen Geld zu verdienen. Ernst Einhorn, Sycamore Street. Ich versuche, eine Sammlung alter Münzen in meinen Besitz zu bringen, die derzeit Evelyn Gutsman gehören. Aber die alte Dame hat mehrere großzügige Angebote abgelehnt. Sie sagt, dass die Münzen alles sind, was sie noch von ihrem verstorbenen Mann hat, weswegen sie für sie unbezahlbar wären. Sobald sie ihrem Ehemann ins Grab folgt, werden die Münzen zum Teil ihres Testamentes und dann werde ich keine Chance mehr haben, sie zu kaufen. Also habe ich mir was anderes überlegt. Schicken Sie einen Ihrer Leute zu ihr, um zu behaupten, dass die Münzen Teil einer Ermittlung sind und der Staat sie vielleicht konfiszieren muss. Dann wird sie garantiert verkaufen wollen. Ich werde die alte Schrapnelle auch nicht aufs Kreuz legen. Ich gebe ihr einen fairen Preis. Und Sie werde ich für die Hilfe auch bezahlen. Kann ich da Duval hinschicken? Nein, kann ich leider nicht. Okay, Nackip. Du tust mir diesen kleinen Gefallen doch, oder? Das ist überaus entgegenkommen von dir, mein Freund. Und hier haben wir eine Geiselnahme. Ein Bankangestellter hat seinen Vorgesetzten als Geisel genommen, weil er keine Gehaltserhöhung erhalten hat. Das macht ihr beiden mal. Ihr kriegt das schon hin, oder? Ich hab euch lieb, meine kleinen Scheißerchen. Und jetzt haben wir ja auch insgesamt hier mal so ein bisschen mehr Kontrolle drüber, ne? Nash, ich bin kein guter Lügner, aber die alte Frau hatte beinahe einen Herzinfarkt, als ich ihr was über das FBI, ein paar Serienmörder und einen schrecklichen Fluch erzählt habe. Danke für Ihre Hilfe, Mr. Nash, $1.000. Ich danke Ihnen.
Ich frag mich ja, wie lange das Spiel diesmal geht, wenn wir wirklich jede Woche 20.000 Dollar zusammenkriegen müssen. Ein junger Mann in Hemd und Krawatte hält seiner Vorgesetzten eine Schere an den Hals und schreit: Ich verdiene mehr als jeder andere hier, endlich eine Gehaltserhöhung! Hier, du kannst super verhandeln, mach das mal. Ich habe recht. Ich muss einfach härter arbeiten und dann werde ich dafür schon belohnt werden. Legt die Schere auf den Boden und ergibt sich den Polizisten. Ja, wunderbar. 522 in progress. Wunderbar. Bei der alten Kirche, eine Gruppe Atheisten verlangt lautstark, dass die Kirche geschlossen wird. So, die anderen beiden sind ja schon auf dem Rückweg. Dann kann ich die Truppe ja da mal hinstellen. Nach Möglichkeit wäre es mir ganz lieb, wenn Nakib die Verhaftung durchführt, damit er noch ein paar Punkte kriegt. Das kriegen wir doch hin, oder? Und eine Vergewaltigung an Mr. Roger Lindingtons Tankstelle. Eine junge Frau wollte ihr Auto auftanken, hat jedoch ihr Portemonnaie zu Hause vergessen. Als der Kassierer herausfand, dass sie kein Geld hat, verlangte er, dass sie ihm für jeden Liter einen blasen solle. Das machen die beiden wieder. Religion ist die Nacht und voller Monster, rufen die Demonstranten. An der Spitze der Gruppe steht eine Frau mit Hornbrille, die eine Ausgabe von Darwins über die Entstehung der Arten hochhält. Rosencrantz könnte versuchen, die Menge zu beruhigen. Die Menge flieht vor Angst vor den Schüssen. Nur die Anführerin bleibt zurück. Sie will mit zur Station fahren, um alles Weitere zu klären. Wunderbar. Es funktioniert doch. Und der Nakib, der kriegt jetzt ein bisschen Geschwindigkeit. Ich glaube, wir bauen erstmal die Perks aus, die die Leute tatsächlich haben. Ne? Je besser die mit sowas sind, desto höher sind die jeweiligen Erfolgschancen und neue Talente können wir bei den einzelnen Leuten ja dann immer noch freischalten. Der Tankstellenwart hat der jungen Frau die Hände mit einem Schlauch gefesselt und sie auf die Knie gezwungen. Er bedroht sie, während er seine Hose aufmacht. Wenn du nur einen Muskel rührst, Miststück, schütte ich dir Sprit in die Kehle und zünde dich an. Hat einer von euch einen Taser? Natürlich nicht. Der Polizist kann sich an den Vergewaltiger anschleichen und ihn verhaften. Die junge Frau ist körperlich unversehrt. Das gibt wieder schön Punkte. Wunderbar. Und da sind sie auch schon wieder alle in der heimeligen Stube und können drauf warten. Der Klimsi, der ist halt noch gar nicht ausgerückt. Der kann dann auch mal was machen. Erpressung. Ein betrunkener Arbeiter erpresst Fahrgeld von Leuten, die auf den Bus warten. Das macht Klimsi mal alleine. Ich meine, das ist ja quasi direkt vor der Station. Das geht ja ruckzuck. Ein kurzgewachsener, dicker Arbeiter mit einem großen Kopf zerrt an der Handtasche einer hochgewachsenen jungen Frau. Sehen wir doch mal, ob du da Geld drin hast, du Miststück. Bump. Der Polizist schlägt dem Arbeiter in die Nieren, was aber keine Reaktion auslöst. Der Mann lässt die Handtasche los und packt den Polizisten am Revers. Also rein theoretisch würde ich das ja dann durchaus als Reaktion definieren, aber was weiß ich schon. Der Polizist betäubt den betrunkenen Arbeiter mit einem Elektroschocker. Er kriegt eine kostenlose Fahrt auf die Polizeiwache. 526 in progress.
Oh, ein versuchter Mord. Da können wir ihn vielleicht auch gleich nochmal mitnehmen. Ein Mann hat versucht, eine junge Frau auf der Straße anzugraben. Als sie ihm einen Laufpass gab, folgte er ihr nach Hause, baute einen Molotow-Cocktail und warf ihn durch ihr Fenster. Alter, sind die alle bescheuert? Hier, Duval kann da auch mal mit. Das ist natürlich etwas weiter weg. Wenn die jetzt hier auf kurz vor knapp eventuell noch ein Taktikeinsatz auftaucht, wäre das echt bitter. Ja, obwohl... Nee, das wäre ein bisschen knapp. Das wäre in der Tat ein bisschen sehr knapp. Nee, das würden sie nicht rechtzeitig zurückschaffen. Und dann hätte ich nicht mal einen Scharfschützen dabei, ne? Flammen schlagen aus dem zerbrochenen Fenster im ersten Stock. Vor dem Gebäude steht ein Mann, der mit in die Seite gestemmten Armen sein Werk bewundert. Okay, Heimlichkeit, das könnte der Klimsi machen, aber ich würde ganz gern Nakip das Ganze machen lassen. Der Kriminelle hört nicht auf den Polizisten und rennt davon. Währenddessen sind die Schreie einer Frau durch das in Flammen stehende Fenster zu hören. Auch die Eingangstür ist schon vom Feuer erfasst worden. Der Polizist kann durch die Flammen sprinten und die Frau aus dem Haus retten. Sie hat Rauch eingeatmet, wird es aber überstehen. Durch ein Wunder kommt der Polizist ohne auch nur eine einzige Brandblase davon. Na gut, da ist uns jetzt ein Täter entkommen, aber... ja, ich hätte vielleicht doch mal ein Elektrodings einsetzen sollen. Das Hochzeitsbegräbnis von Paige Salazar. Der glücklichste Tag meines Lebens ist zu einem Albtraum geworden. Heute habe ich geheiratet und bin zur Witwe geworden. Ja, mein Karim war nicht jung, aber er war ein echter Mann und Polizist im Ruhestand. Wir haben unsere Hochzeit gefeiert und alles war einfach magisch, bis wir zum traditionellen Tanz kamen. Karim und ich wirbelten glücklich umher, bis sein Herz einfach stehen blieb. Er fiel zu Boden und eine Minute später atmete er nicht mehr. Er starb in meinen Armen. Aber im Leben war Karim ein fröhlicher Mensch und er würde nicht wollen, dass all das Festessen und die Getränke weggeworfen werden. Er hat mir viel über seine Zeit bei der Polizei erzählt, wie er kaum mal die Zeit hatte, eine Pause zu machen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass er es großartig gefunden hätte, wenn ihre Leute sich bei uns bedienen würden. Kommen Sie bitte vorbei, nehmen Sie alles mit zur Wache, essen Sie sich satt, gönnen Sie sich eine Pause von der Arbeit. Aber vor allem holen Sie das alles einfach ab. Ich glaube nicht, dass ich die Hochzeitstorte ansehen kann, ohne in Tränen auszubrechen. Okay. Nehmen wir mit. Eine Fahrerflucht haben wir noch. Der Karim, das war doch der Dingens, der uns verlassen hat da, ne? Zwei Betrunkene haben bei einem Motorradrennen einen Behinderten überfahren, der langsam die Straße überquerte. Eines der Motorräder ist gestürzt und der Fahrer ist gestorben. Der andere versucht, einer Verhaftung zu entkommen. So, volle Kanne, alle hin. Denn mehr passiert heute eh nicht mehr. Dann können wir da auch nochmal versuchen, das Maximum an Punkten für unsere Leute rauszuholen. Der Streifenwagen holt das Motorrad ein. Sein Fahrer ist ein köpfiger Mann mit Schutzbrille. Ne, hier, sie. Der Mann folgt dem Befehl, hält an und ergibt sich der Polizei. Wunderbar. Dank ihres vorbildlichen Dienstes hat Flowerpot den Vorteil Aufmerksamkeit erhalten. Der Aufenthaltsort des Kriminellen wird für eine Runde hervorgehoben, kann einmal pro Mission verwendet werden. Das Einzige, was jetzt an dieser Stelle gerade ein ganz klitzekleines bisschen nervt, ist die Tatsache, dass ich jetzt mit Dienstschluss tatsächlich warten muss, bis die Jungs wieder zu Hause sind, obwohl ja eigentlich der Tag schon beendet war. Einer ist jetzt entkommen.
32 Dinger haben wir. Damit können wir doch diesmal bestimmt die Atkins könnten wir uns sogar kaufen. Die ist aber Alkoholikerin. Hat dafür natürlich geile Werte, ne? Ich meine, der Valentin, der ist so ein bisschen schwächlich auf der Brust. Ich nehme sie. Was sind denn meine Besitztümer gerade hier? 2 Elektroschocker, 6 Taser, 2 Taser-Ladungen. Passt schon. Das passt schon. Und ganz ehrlich, mit Alkoholikern habe ich in der Vergangenheit schon gearbeitet hier. Hauptsache, sie sind loyal, dann ist alles gut. Wow, die haben ja alle volle Power hier. So, okay. Mr. Nash, ich kann morgen nicht. Ich habe Bandtreffen zum Üben. Wir müssen uns auf unser Konzert im Frühling vorbereiten. Die Schwester meiner Frau ist ein kritisches Publikum, wissen Sie? Ja, okay, ist in Ordnung. Aber Belmont, Muradjan kommt. Spurlock, bei Spurlock muss ich echt versuchen, dass ich die noch loyal kriege. Ist die einzige im Moment im Team, die mir nicht loyal gegenübersteht. Birch gehört dahin, Atkins gehört dahin. Gut, Penkin kann nicht. Guildenstern, den kann ich nochmal mitnehmen. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute eingeplant bis jetzt. Das ist mir ein bisschen wenig. Den Rockman, den nehmen wir noch mit. Haben wir 7. 7 ist doch nicht verkehrt, oder? Ich habe insgesamt 15, das heißt 7 und 8. Aber in der Hoffnung, dass ich mir noch einen Kopf holen kann, dann würde ich ganz gerne erstmal 8 in diese Schicht hier reinkriegen. So. Das ist meine Schicht für morgen. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Yeah, I'm listening. It's me. I'm listening, Lily. I decided that I wanted to talk about the woman. What woman? About the woman with the coins. Lily, do you realize that you're calling me in the middle of the night? It was wrong, Jack, what you did. I'm not trying to exaggerate. It's not the worst thing you could... I don't want to compare it with... I want to tell you that I think it was wrong, and... I think that you yourself understand that it was wrong. Am I wrong? Lily, go to sleep. Jack, I want to... just want to make sure that we're seeing eye to eye on this. That we're on the same team, you know? It's important to me. For a cop, nothing's more important than a good night's sleep. You can trust me on that. It seems I'm more like a nanny than a cop. And I'm all cop.